Du hast ein Kind und möchtest die Kinderbetreuungskosten von der Einkommensteuererklärung absetzen? Wenn ja, dann solltest du dir dieses Video bis zum Ende anschauen. Ich zeige dir nämlich genau, wie viel und wie du es steuerlich geltend machen kannst. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und Kinderbetreuungskosten kannst du in deiner Steuererklärung geltend machen. Und zwar als Sonderausgabe in deiner privaten Einkommensteuererklärung. Und das sogar ziemlich umfangreich, denn du kannst bis zu 6.000 Euro absetzen. Und davon sind dann 2/3 steuerlich wirksam. Das heißt, 6.000 Euro Kosten insgesamt können berücksichtigt werden und 4.000, also 2/3, sind dann tatsächlich steuerlich wirksam. Eine wichtige Frage sollten wir ganz am Anfang erstmal beantworten, und zwar: Für welche Kinder kannst du die Kinderbetreuungskosten eigentlich geltend machen? Und da muss dein Kind 3 Anforderungen erfüllen. Erstens darf es nicht älter als 14 Jahre alt sein, zweitens muss das Kind zu deinem Haushalt gehören und drittens muss es dein eigenes Kind sein oder zumindest dein Pflegekind. Das heißt, für Enkelkinder oder deine Stiefkinder kannst du die Kosten steuerlich nicht geltend machen. Jetzt fragst du dich mit Sicherheit, welche Kosten du denn eigentlich absetzen kannst. Und das sind Kosten, die zum Beispiel entstehen durch einen Kindergarten, eine Kindertagesstätte, eine Tagesmutter, einen Kinderhort, aber auch ein Kinderheim. Oder aber auch, wenn du Erzieher und ja, Betreuer nach Hause holst, dann kannst du auch die Kosten absetzen. Zusätzlich natürlich auch die Fahrtkosten, die dadurch unter Umständen entstehen. Oder aber Haushaltshilfen, wenn sie zum Ziel hat, das Kind zu betreuen. Also zum Beispiel ein Babysitter oder aber auch eine Au-pair-Stelle, die kannst du von der Steuer absetzen. Was du sogar auch von der Steuer absetzen kannst, ist die Betreuung bei Hausaufgaben. Wichtig da nicht der unterrichtende Teil, sondern wirklich die reine Betreuung beim Erledigen der Hausaufgaben. Auch diese Kosten kannst du als Kinderbetreuungskosten von der Steuer absetzen. Davon unterscheiden musst du Kosten, die das Finanzamt nicht anerkennt als Kinderbetreuungskosten. Das sind zum Beispiel Kosten für Klassenfahrten oder Ferienlager, also Ferienfreizeiten, oder aber auch Kosten für das Erlernen von bestimmten Fähigkeiten, also zum Beispiel Musikunterricht. Die klassischen Klavierstunden, die kannst du nicht als Kinderbetreuungskosten absetzen, auch wenn das Kind in der Zeit betreut ist. In die gleiche Kategorie, also nicht absetzbar, sind Kosten für einen Sportverein. Auch wenn da das Kind betreut wird, dann kannst du die Kosten trotzdem nicht absetzen. Und ein interessantes Beispiel sind auch Internate, denn du zahlst mit den Internatskosten zum Beispiel auch Verpflegungskosten. Auch diese Verpflegungskosten sind keine Kinderbetreuungskosten und kannst du steuerlich auch nicht geltend machen. In den Kosten für ein Internat ist auch Schulgeld enthalten und auch dieses Schulgeld sind keine Kinderbetreuungskosten. Das heißt, wenn dein Kind Unterricht hat an einer privaten Schule und du dafür bezahlst, sind das keine Kinderbetreuungskosten. Du kannst allerdings 30% des Schulgeldes trotzdem auch als Sonderausgabe geltend machen, und zwar in der Anlage Kind. Damit du diese Kinderbetreuungskosten tatsächlich auch als Sonderausgabe in deiner Steuererklärung absetzen kannst, brauchst du 3 Dinge. Und zwar: Erstens solltest du einen Vertrag haben. Zweitens brauchst du eine Rechnung. Und zwar: In dieser Rechnung sollte auch hervorgehen, wie viel Geld auf die Kinderbetreuung entfällt. Bleiben wir beim Beispiel Internat, da solltest du eine Auflistung haben, was für die Kinderbetreuung aufgewendet wird, was fürs Schulgeld und was zum Beispiel für die Verpflegung, und dass du wirklich nur die Kinderbetreuungskosten als Kinderbetreuungskosten absetzen kannst. Und drittens solltest du deine Zahlungen per Überweisung begleichen. Bargeldzahlungen werden in der Regel vom Finanzamt nicht anerkannt. Wichtig da ist auch, das gilt auch, wenn die Nachbarin beispielsweise babysittet bei dir, auch dann solltest du eine Rechnung haben und sie per Überweisung begleichen, sonst wird es schwierig, sie steuerlich abzusetzen. Abschließend zu dem Video noch ein kleiner praktischer Steuertipp. Und zwar werden Kinderbetreuungen ja häufig irgendwie in der Familie organisiert. Da passt dann mal die Tante auf oder die Oma oder der Opa oder wie auch immer. Und da fließt ja in der Regel kein Geld. Und wenn kein Geld fließt, dann kannst du es steuerlich auch nicht geltend machen. Du kannst solche Kinderbetreuungsverträge aber auch innerhalb der Familie abschließen. Das heißt, du kannst zum Beispiel mit der Oma des Kindes einen Vertrag abschließen, dass sie regelmäßig auf das Kind aufpasst. Und dann kannst du eine Überweisung machen und dann verdient sie natürlich Geld. Und du kannst diese Kosten in der Steuererklärung geltend machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn du jetzt sagst, naja, ich will das jetzt nicht bezahlen, das ist irgendwie komisch, ich würde aber gern Spritgeld dazu geben, weil die jedes Mal 20 Kilometer fährt, dann kannst du auch das machen. Das heißt, dann solltet ihr einen Vertrag abschließen, dafür, dass zum Beispiel 30 Cent pro Kilometer gezahlt werden und du solltest regelmäßig irgendwie Rechnungen darüber bekommen und diese Rechnung dann per Überweisung bezahlen, dann kannst du diese Kosten auch in deiner Steuererklärung als Sonderausgabe absetzen. Und solange es reiner Kostenersatz ist, müsste die Oma das in ihrer Steuererklärung auch noch nicht mal versteuern. Ich hoffe, dieses Video hat dir einen kleinen Überblick darüber gegeben, wie du Kinderbetreuungskosten absetzen kannst. Wenn du dazu Fragen hast,
Schreib gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du unser Mandant bist, dann schick uns gerne alle Unterlagen, die du hast im Zusammenhang mit Kinderbetreuungskosten, weil wir berücksichtigen das selbstverständlich in deiner Steuererklärung. Wenn du noch nicht unser Mandant bist, aber gerne einen Steuerberater hättest, der die Kinderbetreuungskosten in deiner Steuererklärung geltend macht, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier, also schau da gerne vorbei. Oder melde dich in unserer Online-Community an und stell da gerne auch alle Fragen zur steuerlichen Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten. Wie du dich anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video oder schau dir einfach eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel das hier. Müsste deine Oma diese Einnahmen, also nicht deine Oma, es ist ja dann deine Mutter, oh Mann.